Genau, also, was geht heute ab? Ich habe Süßigkeiten bestellt aus Japan bei candysun.com. Also, das werde ich vielleicht auch verlinken oder irgendwo euch den Link zeigen. Keine Ahnung, mal sehen. Und diese Süßigkeiten sind heute nach ungefähr 2 Wochen angekommen. Und deswegen habe ich gedacht, ich könnte die einfach mal vor laufender Kamera öffnen, um irgendwie mehr Leute daran teilhaben zu lassen. Genau, ich habe hier eine Schere, damit wir das Ganze auch aufkriegen und ich nicht irgendwie improvisieren muss. Und dann haben wir hier einmal das Paket. Hier oben steht jetzt meine Adresse drauf und genau, dass das aus Japan kommt. Und ich habe es halt schon sofort gesehen, dass es halt aus Japan kommt und dass es nur meine Süßigkeiten sein können. Deswegen habe ich es noch nicht geöffnet. Was ich ein bisschen lustig finde, ist, dass die Adresse hier mehr oder weniger an der Seite drauf steht und die Öffnung eigentlich hier oben ist. Aber naja. Mal sehen. Hier ist dann noch irgendwie so ein Zollaufkleber drauf, dass das vom Zollamt nicht abgefertigt wurde. Also zu sagen, dass ich meine Süßigkeiten haben darf. Und ja, dann hier noch von DHL Stempel. Und hier steht halt Japan. Dann, dass es kein Geschenk ist, keine Dokumente, sondern etwas anderes, und dann steht hier irgendwas von wegen Nudeln, Snacks und Süßigkeiten. Ja, zwar viermal Nudeln. Also ich sag gleich dazu, ich habe nicht alleine bestellt und ich glaube, ich habe nicht ein einziges Mal Nudeln bestellt. Also die Nudeln sind sozusagen, es sind halt Ramen und die sind sozusagen nicht meine. Aber ich werde trotzdem alles auspacken und dann mal sehen. Genau, und auf jeden Fall viermal Nudeln und 22 mal Süßigkeiten und Snacks. Hat insgesamt ja, 2400 Yen gekostet. Ich glaube, wir haben 42 Euro oder sowas bezahlt. Ein bisschen mehr. Also knapp 43 Euro. Also ich selber habe für 15 Euro Süßigkeiten bestellt und dann haben. Also die Person, mit der ich zusammen bestellt habe, hat für 11 Euro bestellt. Also 11 Euro und ein bisschen und 15 Euro und ein bisschen. Und ja, und wir haben dann jeder nochmal um die 7, 8 Euro Versandkosten bezahlt. Das war schon ganz schön viel, aber ich hoffe, es hat sich gelohnt. Und deswegen werde ich das jetzt mal aufmachen. Genau. So. Also, hier ist meine Schere. Ich denke mal, ich werde als erstes hier an der Seite. Ne? Komm schon. Genau. So, und die andere Seite. Na. Genau. So, und jetzt nur noch einmal oben. Jetzt muss ich zwar diesen schönen Aufkleber hier kaputt machen, aber ich will ja meine Süßigkeiten haben. Oh nein! Oh! So, Schere kann ich glaube ich beiseite packen. Oh, hier haben wir erstmal. Tja, ich habe keine Ahnung, was es ist. Es sieht aus wie Kaugummi, aber es fühlt sich eher an nach so Knisterzeugs. Ich weiß jetzt nicht, ob man es sehen kann. Meine Kamera hat kein drehbaren Display. Deswegen weiß ich nicht, ob man es sehen kann, aber ja, es ist halt. Ich bin mal gespannt, was ist Little Gang und Little was Kian? Keine Ahnung. Mal sehen. Bachi Bachi Gamu. Ah, Bachi Bachi Gamu. Wahrscheinlich ist es wirklich irgendwas Kaugummi-mäßiges. Eine kleine Testprobe ist das. So, dann hier einmal der Candy Sun. Ja. Ein Zettel von Candy Sun, den ich nicht verstehe, weil er auf Französisch ist. Also Fra Candy Sun ist eine französische Webseite. Aber ich denke mal, das ist nur Werbung, weil hier dann steht von wegen. Ach, keine Ahnung. Hashtag Candy Sun. Naja, mal sehen.
So, und dann haben wir hier einmal Verpackung und oh mein Gott, das ist so toll. Das muss ich kurz in die Kamera halten. Ich hoffe, man sieht es. Oh, ich will nicht, dass es... Oh. Davon muss ich vielleicht mal kurz auch ein Foto machen. Ich werde es da rausschneiden, aber... Oh, es sieht so toll aus. Es sieht einfach... Oh, da, es sieht aus wie... Oh Gott. Okay, dann schauen wir mal. Also, ich weiß so grob, was hier drin sein müsste. Ich bin mal gespannt, ob ich erst was zusammenbekomme. Also das hier, das hieß irgendwas mit Mochi oder so. Aber das sind halt... ja, so kleine Knusperdinger, die habe ich nicht bestellt. Ich kann hinterher nochmal vielleicht alles verlinken. Also ich werde einfach die Reihenfolge, so wie ich es auspacke, wahrscheinlich hinschreiben, was es ist. Weil ich nicht mehr genau weiß, was alles ist. Aber das heißt irgendwas mit Mochi. Dann... Ah ja, das ich habe übrigens nicht ich bestellt. Dann das hier sind so wie Gummibärchen mit Aloe Vera und Blaubeer. Ah. Aoi und Fule. Ich muss mal kurz was nachgucken. Da, ich krieg gerade nicht mehr. Aber das müsste ein Fu sein. Ne, ein Bu, weil in zwei Stichstücken. Ach ja. Die Katakana sind nicht so meins. Oh nein, das ist gar... Doch, ist ein Fu. Und dann ein Bu. Und... Ah, Lu. Bulubeeri. Ah, das ist Aoi und Bulubeeri. Also Blaubeer. Bulu... Ja. Nicht einmal über meine Aussprache nachdenken. Genau. Dann, oh Gott, ist das süß. Ritz Bits Sandwich. Es müsste Karamell sein. Ja, hier steht auch was von Chialamelo, Karamell. Und hier steht Lichu Bichu Sando. Also Ritz Bits Sandwich. Die habe ich, glaube ich, selber bestellt mit Karamell. Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Ich muss dann erstmal gucken mit meinem Kumpel, wie wir das aufteilen. Oh mein Gott. Dann... Ah, das ist wie so ähnlich wie Pocky, Rila, Kurkuma. Aber noch ein bisschen anders. Ich glaube, das ist salzig. Ja, mal sehen. Und dann hier, oh, es ist so toll. Davon müssten eigentlich zwei Stück drin sein. Ich schaue mal, ich finde das andere noch. Karamell mit, ach Quatsch. M&M's mit Karamell und Apfel. Karamell und Apfel, M&M's. Das sind die Umaibo, glaube ich. Das ist so wie so ein Stab irgendwie. Und das ist, besteht auf jeden Fall irgendwie aus Mais. Und dann ist da halt ein Flavor, also ein Aroma hinzugefügt. Und ich glaube, das könnte fast etwas mit Chicken sein. Und ich wollte eigentlich Natto bestellen, aber Natto gab es nicht mehr. Und dann habe ich Shrimp and Mayonnaise genommen. Also, mal sehen. Das ist auf jeden Fall sehr komische Geschmacksrichtung. Hier ist noch eins. Also, wir haben da verschiedene von bestellt. Und hier die. Ich weiß gar nicht, ob mir das gerade so vorkommt. Aber doch. Die sehen ein bisschen größer aus, die beiden hier. Also, die beiden hier. Ja. Das ist, ich habe keine Ahnung, was das ist, aber die sehen ein bisschen größer aus als der hier. Das kommt mir nicht nur so vor, würde ich sagen. Wenn das Lustige ist, die sind bis zum 15.11.2028 haltbar. Das finde ich gerade seltsam. Ah, das kann nicht sein. Hier steht 16.03.05. Ah, wahrscheinlich sind die bis zum 28.11.15. Ja, stimmt. In Japan ist ja Jahr, Monat, Tag. Und die sind bis zum 16.03.05. Also der hier muss schnell gegessen werden. Genau, und hier ist dann noch, das weiß ich aber, der hier ist wahrscheinlich mit Schokolade. So, dann kommt jetzt schon eins meiner Lieblingsstücke. Und zwar Koala-Bärchen. Und zwar mit Erdbeeren müssten die sein. Ichigo. Korewa. Ja, also die müssten mit Erdbeeren sein. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie die schmecken. Dann haben wir hier
Lamen. Oh, ich sehe schon was ganz Tolles da drin. Aber ja, Lamen. Die sind ganz schön kaputt. Da wird er sich bestimmt ein bisschen ärgern. Naja. Ich weiß leider nicht, was das für ein Geschmack ist. Da habe ich gar nicht drauf geachtet, weil ich die ja nicht selber bestellt habe. Genau. Was kriege ich jetzt nächstes Kudos? Ah, noch mehr Lamen. Dashi. Ich weiß echt nicht, was das alles für ein Geschmack ist. Und jetzt nehme ich noch mehr Lamen so rum. Noch mehr, noch mehr. Und da wir einmal dabei sind, noch mehr Lamen. Also da weiß ich leider echt nicht, was für ein Geschmack das ist. Das sieht ja irgendwas aus wie mit Shrimps und Ei. Aber ich verlinke euch das. Also ich habe ja die Liste noch und dann, genau. Dann haben wir hier einmal Oreo Bits. Und zwar mit Matcha müsste das sein. Genau, Oreo Bits mit Matcha. Das ist so göttlich. Also ich habe noch nie was mit Matcha probiert, muss ich dazu sagen. Aber ich denke, es wird mir schmecken. Ich bin nämlich ein großer Fan von grünem Tee und ich hoffe, das wird so geil. Ich hoffe, es wird so geil. Ja, mal sehen. Da steht Olelo Matcha. Ne, ma. Blödsinn. Da steht Olelo Bitsu Sando. Ach ja, wie bei Ritz Bits. Ja, genau. Mit Matcha. Oh, ich hoffe, das wird so gut. Genau, und dann das ist noch was, was ich auch nicht bestellt habe, sondern mein Kumpel. Und das sind, ich muss mal ein bisschen, damit, vielleicht sieht man es, Oreo Bits Sando mit Banana, glaube ich. Ja, Banana. Genau. Ah ja, hier sind die zweiten M&Ms. Also alles da scheinbar. So, oh, oh Gott. Die Verpackung, es ist total lustig. Also man sieht ja die Verpackung online und man weiß ja gar nicht, wie groß oder klein es dann ist. Und ich muss sagen, bei manchen bin ich überrascht, wie groß es ist. Bei manchen bin ich überrascht, wie klein es ist. Und jetzt ein Paradebeispiel dafür. Ich bin überrascht, wie groß es ist. Pocky mit Erdbeer? Himmel. Erdbeer? Pocky mit Erdbeer. Ich bin überrascht, wie groß die Packung ist. Ich hätte gedacht, die ist viel, viel kleiner. Und ein Paradebeispiel dafür, sogar zwei, wie klein etwas sein kann. Einmal hier, das müssten die Anko-Karamels sein, also halt so Bonbons sind das. Und irgendwie mit Anko-Geschmack, also diese roten Bohnen. Und da hätte ich echt gedacht, die Verpackung ist viel größer, aber sie ist halt so süß und klein. Und hier einmal Kaugummis mit Rose. Und die Verpackung ist auch winzig, also das hätte ich auch gar nicht gedacht. Genau, so. Und dann, ach ja, ich liebe es. Ich finde es so, ich hoffe, es schmeckt so gut, wie ich es mir vorstelle. Kit Kat Matcha. Sieht man es? Ich hoffe es. Kit Kat mit Matcha. Ich hoffe, die werden so gut. Davon haben wir drei Stück. Zwei Stück sind für mich und eins für meinen Kumpel. Genau. Und zwei Stück sind davon für mich. Und da bin ich echt mal gespannt, wie gut das schmecken wird. Ach ja, und dann noch eine Sache, die ich ja schon fast vermisst habe. Ich bin nur Oreo, also so Oreo-Stückchen, also keine Stückchen, sondern so wie kleine Riegel, Oreo-Riegel mit Macadamia. Also ich hoffe mal, dass das richtig geil wird. So, das ist jetzt alles, was da drin ist. Das hat mit Versand knapp 43 Euro gekostet und ja, also ich muss sagen, ich bin mehr zufrieden und ich hoffe, dass alles so gut schmeckt, wie ich mir das vorstelle. Ja, also ich werde mal sehen, wann ich das hier bearbeite. Dazu muss ich ein bisschen Zeit und Muße finden und dann kann ich aber auch auf jeden Fall schon was dazu sagen, wie gut das schmeckt und alles. Also ja. So, ich muss das alles irgendwie einpacken wieder. Ich mach erstmal hier Dings wieder drauf, aber wie war das? Also die waren hier ganz unten. Und dann haben die Kartuschen. Das heißt, das ist das Kartuschen. Und irgendwie waren die von mir, daneben. Ach ja, das waren noch die Rohrwürste, waren die von denen. Und die Banane, die.
bisschen gut mit reinbekommen. Und da bin ich auch mal sehr gespannt. Ich werde sie am liebsten vor laufender Kamera mal ausprobieren. Aber nein, 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 nein. So, und das war's. Jetzt ist wieder alles drin. Und ja, warum habe ich es wieder eingepackt? Keine Ahnung. Aber ja, das war's.